So. Gut. Ach nee, nächstes Kopfgeld. Tötet Nack. Bitte wen? Nack Queen. Aber da fällt mir was ein. Fähigkeiten. Krähenfüße, Rauchwolke. Ich benutze die gar nicht, um ehrlich zu sein. Rauchwolke, heilende Dämpfe. Solange ihr unsichtbar seid, regeneriert ihr Leben. Wie lange ist man unsichtbar? Macht euch kurzzeitig unsichtbar. Okay, ich probiere das mal. Wow. Da sieht man Brüste. Ha, wie gut. Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so... Salto, Flickflack. Reduziert die Disziplinkosten, wenn ihr direkt nach der Landung einen weiteren Salto ausführt. Mega gut. Und der nicht ist, genug Disziplin. Der ist blau. Ah, okay, das ist auch stockbar, Gedingensgedüngse. Splitterpfeil. 40 Hast. Hass. Feuert einen Splitterpfeil ab, der sich beim Einschlag in mehrere Granaten aufteilt. Blendpfeil. Die Granaten haben eine Chance, Gegner zu betäuben und der Schaden wird im Blitzschaden. Irgendwas gedingst. Ja, I remember, but my... Oh, der Rachehagel abklingt seit 30 Sekunden. Weißt du was? Ich lass das mal. Nee, warte mal. Der Mehrfachschuss, ne? Den habe ich eine Zeit lang auch echt geil gefunden. Ich nehme mal den Blendpfeil. Ich probiere das mal aus. Hatten wir sonst noch was? Nee, gut. Dann sind wir hier fertig und gehen in die Ruinen von Corvus, wo Adria einst war. Ruinen von Corvus. Ja, das sieht schon mehr aus wie nach 8.5. Und ich bin ehrlich, diese Gebiete mag ich. Ich weiß nicht warum. Gerade hier diese leuchtenden, lilanen Türen. Die mag ich. Die mag ich sehr gerne. Meine Nase kitzelt. Warte mal. Ah! Ich habe irgendwas aufgesammelt. Die Fleischschamanen wurden aus dem Blut der Hexe Adria erschaffen. Aus diesem Grund können die Schamanen wie Adria auch Magie einsetzen, die die Macht von Blut und Feuer kanalisiert. Glücklicherweise hat Adria nur eine begrenzte Menge an Blut zur Verfügung. Und auch das nicht mehr lange. Rackes Aufzeichnung, Teil 1. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem. Mit anderen Worten, Götter und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten verschollen sind? Gute Frage. I don't know. Nein! Nein, es ist weg! Da war doch gerade noch neues Wissen! Oh Mensch! Ich hasse das. Das hasse ich wirklich. Make door open, please. Diese Golems hat Adria aus den Blutmarschen geschaffen. Diese Körper wurden aus den Wassern und der Erde des Marschlands selbst geformt. Und das Leben wurde ihnen mit dem Gift der Kreaturen dort eingehaucht. In ihnen schwirrt eine grüne Pest, die aus ihrer Haut zu platzen droht. Ja, das ist definitiv grün. Nee, ich bin nicht so ein Freund vom Splitterpfeil, aber ich gönne dem Mehrfachschuss nochmal seinen Tribut. Oder einen Auftritt, je nachdem. Weil der war auch ganz geil. Man
Manchmal sehe ich nicht, ob die Gegner schon tot sind oder nicht. Doch, ich mag den Dämonenjäger sehr gerne. Den habe ich echt sehr lieb gewonnen. Den habe ich sehr, sehr, sehr lieb gewonnen. Der einzige Vorteil am Rachehagel ist, der geht lange. Und du musst dabei nicht noch irgendwas anderes machen. Nee, nicht, du musst noch irgendwas anderes machen. Der passiert von selbst. Du kannst weiterhin normal angreifen. Das ist so der Vorteil, den ich im Rachehagel sehe. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wer kennt's nicht? So, wir haben uns gleich. Tötet Nack. Wie? Der ist bestimmt nackt. Ha! Spürt meinen Zorn! Vor allem. Wo ist es denn? 25 Hass, das geht eigentlich. Wie viel haben wir? Ach, was? 5, ne? 6 Mal? Das sind doch nicht mehr alle. Nein! Mensch! Nein, ich bin nicht aggressiv, ich spiele nur Ehren. Das werdet ihr nicht überleben. Oh, das weiß ich nicht. Nicht genug Hass. Moment. Oh, erstmal schön hier hinlocken, wegen den Geschütztürmen. Ja, genau. Wie kontaktgeil seid ihr denn? Es ist Corona. Mein Hass ist nicht ausreichend. Das macht nicht. Ja, lol, legendäres Amulett. Sag mal, dieses Ding hier, ne? Das verfolgt mich. Was haben wir denn hier? Legendäres Amulett. Identifizieren bitte. Ja! Erhöht den Radius und... Ja, okay. Reduziert die Abklingzeiten. Chance beim Treffer... Was? Chance bei Treffern 10% Flächenschaden zu verursachen. Das finde ich geil. Und... Oha. Ja, das muss ich nehmen. Aber es ist ja kein Geheimnis. Hilft uns. Freut mir. So, die 150 Gegner haben wir. Spürt meinen Zorn. Guck mal, die sind mit einem Mehrfachschuss direkt down. Das ist doch Wunderbärchen. Ich bin nun noch geschickter. Ich sehe manchmal wirklich, ob die Gegner schon tot sind oder nicht. Rasiermesser scharf. Chakra. Also ich gebe ja wirklich nur ungern mein Schnellfeuer her, auch wenn ich es gerade nicht so nutze. Weil ich gerade meinen Spaß mit dem Mehrfachschuss habe. Ja. Nicht genug Hass. Macht nichts. Das Thema hatten wir schon mal, ne? Guck dir einfach schlechte YouTube-Videos an von irgendwelchen Cringe-YouTubern. Und dann funktioniert das mit dem Hass wieder. Ich spreche aus Erfahrung. Auch wenn ich persönlich... Das war nur ein Vorgeschmack. Ja, quatsch mir jetzt nicht ins Wort, Maid. Auch wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir schlechte YouTube-Videos oder schlechte Let's Play-Videos ansehe, ich bekomme gar keinen Hass. Also ich werde da nicht durch aggressiv. Es triggert mich manchmal... Also kein negatives Triggern. Es triggert mich manchmal ein bisschen. Aber ich bekomme eher die Lust, es selber zu spielen, selber zu machen und besser zu machen vor allem. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber... Ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir so... So richtig aggressiv? Nee. Weil es ist ja deren Content, kann mir ja egal sein. Und weißt du? Oh, doch, der Mehrfachschuss... Erwartet euch. Der Mehrfachschuss kann sich halten. Ich benutze den zu viel... Also, was heißt, ich benutze den zu viel? Ich muss mehr darauf achten. Ob die Gegner schon tot sind. So, schreiender Raserei finde ich super. Weil das erhöht nämlich die Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit ist unglaublich. Rache ist süß. Ja, und du sollst mir nicht immer ins Wort fallen. Blöde Kuh. Ich bin gar nicht frauenfeindlich. Das denken jetzt bestimmt alle von mir.
Aber das bin ich wirklich nicht. Obwohl, Lena und ich hatten ja mal das Thema, ne? Das schwächere Geschlecht. Das schwächere, genau. Wo ich mich verplappert habe und gesagt habe, das schlechtere Geschlecht. Das werdet ihr nicht überleben. So, Geschütztürme. Macht mal. Die Geschütztürme sind wie unglaublich gutes Personal. Behaltet das mal im Hinterkopf. Spürt meinen Zorn. Spürt meinen Zorn. Ja! Ha. Geil. Oh, das geht nicht. Schade. Uraltes Rüstung. Wo denn? Wo denn? Geht das? Warum geht das nicht? Hä? Okay, warte mal. Jetzt bin ich... Ich bin ja experimentierfreudig. Schade. Schade. Okay. Ja, ich dachte vielleicht, ne? Mit dem Zauberer geht das, mit dem Meteoriteneinschlag. Oder mit anderen Fähigkeiten. Wie komme ich denn jetzt dahin? Geht das hier rüber? Das kann ich nicht tun. Das macht nichts. Wollt ihr noch mehr? Nee, lass mal. Verrecki! Aber, liebe Freunde... Ich warte jetzt mal eben ganz kurz ab, bis der Rachehagel wieder verfügbar ist, damit ich die Fähigkeit auswechseln kann. Weil der Mehrfachschuss, der ist besser. So leid's mir tut. Wann kriege ich da denn... Oh, das dauert noch ein bisschen. Taktischer Beschuss. Ein Teil der getroffenen Gegner wird zurückgeworfen, erhöht den Schaden. Oh, das finde ich geil. Jedes Mal, wenn ihr schießt, feuert ihr zusätzliche Zielrüstung. Oh, geil. Der Mehrfachschuss wird noch richtig, richtig sexy. Dachchen! Nein, das werde ich nicht tun. Musst du auch. Spürt meinen Zorn! Spürt meinen Zorn! Ich schieß einfach, ne? Auch wenn ich die Gegner nicht sehe, ne? Ich glaub, das ist schon okay. Das wäre nicht sehr weise. Warum nicht? Da ist eine. Und schon ist sie tot. Tot. Ach ja, schön. Tötet irgendwen. Billigbogen, Alter. Aha. In diesen uralten, oder was heißt in diesen uralten? In diesen Rüstungsständern, Statuen, whatever, da ist nie was Gutes drin. Noch nie gewesen, glaube ich. Die Nephalem waren keine Götter, sondern unsere eigenen Vorfahren, denen ein langes Leben, Magie und Fähigkeiten beschieden waren, die unsere heutigen übertreffen. Dennoch waren sie sterblich. Ob diese Schriften den Schlüssel zu ihrer Macht enthalten? Wir selber spielen ja auch im Nephalem, ne? Guck mal, der sieht aus wie Diablo 2. Finsternis erwartet euch. Also der Diablo aus Diablo 2. Ich hätte wirklich so gerne, falls es das gibt, ne, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das hat wirklich nichts mit Spoilern oder Backseat Gaming oder so zu tun. Ich kann da differenzieren. Also keine Sorge. Wenn es ein Diablo 2 gibt, in Form von, ja, guter Qualität, aufgepuschter Qualität, 16:9 und so. Ich bin halt eine kleine Grafikhure, es tut mir leid. Nee. Oder egal, meinetwegen auch durch Mods, durch irgendwelche Texturenpacks, was weiß ich, es gibt ja so viel.
Eure Furcht verrät euch. Und man kriegt das relativ einfach und es ist relativ einfach zu installieren. Nicht großartiger Zeitaufwand. Vor allem nicht illegal und der ganze Kram. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Link ist schwierig, glaube ich, in den YouTube-Kommentaren. Das wird automatisch rausgefiltert. Aber weiß ich nicht. Einfach mal irgendwie... Ja. Einfach sagen, ja, gibt es. Besuch mal Seite so und so. Aber dann nur den Namen der Website. Oder ja. Weil Links, wie gesagt, die werden geblockt oder gar nicht erst genehmigt. Oder landen bei mir, ich sag mal, im Spam-Ordner. Ja, es gibt auch einen Spam-Ordner für YouTube-Kommentare. Und glaub mir, der hat seine Richtigkeit. Ich bin hier falsch, Kollege. Ich bin hier komplett falsch. Ich habe zu wenig Disziplin. Das macht nichts. So. Na, Queen. Du kriegst jetzt aufs Maul. Haha. Geil. Meine Geschütztürme. Oh. Mega. Stirb. So. Nee, das ist falsch. Warte mal. Was will er denn? Nee, da brauchst du jetzt auch nicht so rumschreien. Hexendoktor oder was ist das hier? Seltene Stangenwaffe. Okay, ja. Ja, hält sich in Grenzen. Gut. Ein Wühler kommt selten allein. Das ist ja... Ach, das sind diese Würmer, ne? Oder? Oh, ich mag die nicht. Mag die nicht. Findet das Portal zur verpesten Kanalisation. Ihhh. Was ist das denn hier? Schlachtfelder der Ewigkeit. Das kommt mir echt... Alter. Ihhh. Das kommt mir nicht bekannt vor. Nicht so wirklich. Ich gehe auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist ja schon mal schön. Ist ja schon mal... Alter! Nicht alle Gefahren der Ebenen des Wahnsinns lauern an der Oberfläche. Die Tunnelgräber verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine heldenhaften Freunde fragen sich, warum ich die Festung nicht verlasse. Boardface. Der Gesichtslose oder was stand da? Stachelkrake. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Das ist voll in Ordnung. Ja. So, haben wir jetzt hier was Schönes bekommen? Haben wir nicht, ist okay. Was wir nicht haben, haben wir nicht. Sind das Granaten? Yo. Die haben es ja nötig. Stockturm. Ach, Schock, nicht Stock. Ich habe vielleicht einen Stock im Arsch, aber... Ah. Oh, hier ist schon The Portal. Das sollen auch zwei echt gute Spiele sein, ne? Portal 1 und Portal 2. Yikes. Das war nur ein Vorgeschmack. Hass ist nicht ausreichend. Macht nichts. Ist okay. Wie gesagt, ne? Cringe-Videos. Verpeste Kanalisation. Ich mag den Mehrfachschuss. So, jetzt aber. Schließt das Kopfgeld, ein Wühler kommt selten allein ab. Ein Wühler kommt selten allein und untersucht die verfluchte Truhe. Der Text darüber ist wohl unnötig. Ist doch klar, bin ich hier, um das Kopfgeld abzuschließen. Warum denn sonst? Okay, pass auf. Pass auf. Gib ihm. Da. So.
verstecken die sich? Ist ja voll mies! Hab ich verkackt? Nee, ich habe sogar zwei leuchtende Truhen erhalten. Hä, ich dachte, ich habe voll verkackt. War ich nicht voll schlecht? Waren das nicht mehrere Wellen von Gegnern? Nee, anscheinend nicht, ne? Alter, was ist das denn? Leben pro Treffer, Alter. Reduziert alle Ressourcen. Alter, nehme ich. I'm sorry, I have to use it. Alter, ein und WTF. Die kann man am Ende alle aufstocken, ne? Und zu besseren Edelsteinen machen. Gut, dann würde ich jetzt sagen... Ich kehre in die Stadt zurück. Genau, du sprichst mir aus der Seele. So, die Enklave der Überlebenden. Dann machen wir mal einmal kurz den hier. Ich gehe noch mal einmal ganz kurz grob durch. Da scheint mir aber nichts zu sein. Okay. Falls da was dabei gewesen war, wir sind erst Level 34. Also von daher passt das schon. Oh, die Tristram-Musik. Alter, das ist... Das hier ist krass, ne? Krass. Gibt's eigentlich mittlerweile was Höheres außer makellos königlich? Marquise! Das war doch so eine Gottheit, oder nicht? Ah ne, warte, hier habe ich noch was. Okay, pass auf. Ich brauche für die Dinger... Und für die Dinger, ich weiß nicht was, legendäre Portalapparatur. Die will ich hier nicht haben. Die will ich hier nicht haben. Legendärer Edelstein. Okay. Hab ich dafür noch... Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich pack das mal hier rein. Und die Dinger... Ich pack die jetzt einfach mal da rein. Also an Lagerplatz mangelt es uns ja nicht. Ich weiß auch nicht, wofür das ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich mir das jetzt alles durchlesen würde, dann würde das wahrscheinlich Sinn machen. Aber ja, passt schon.